Hey, ich euch Leute, willkommen zurück zur Let's Play Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Colosseum. Ich bin schon in 5 und hab rausgekriegt, dass wir hier, selbst wenn wir es wollten, nicht grinden können, weil die alten Bereiche abgeschlossen sind. Finde ich irgendwo gut. Verhindert irgendwo, dass man sich denn zu Tode... Wieso darf ich schon gucken? Mami, wieso darf ich schon... Wait, what? I just got spoiled. Ich wusste ja gar nicht, dass man da... Manno! Mann, was soll der Blöde? Wieso bist du auf einmal Wind? Okay, das stellt sich mir noch mehr Fragen, was im letzten Bereich sein soll. Fein, schablöd, dann halt du zuerst. Konnten wir das schon immer frei auswählen, wann wir gegen wen kämpfen? Konnten wir das schon immer? Hätten wir das gegen... Oh, wow. Dann macht ja jetzt eigentlich der erste Bereich schon fast Sinn. Wobei Joey wurde als erstes ausgewählt, right? Dieses Spiel stellt mir manchmal so viele Fragen, das ist beyond belief. Endlich treffen wir uns, Pharao. Lass mich ein für alle Mal deine Stärke auf die Probe stellen. Oh, cool. Es sieht so aus, als wäre dieses Duell unvermeidbar. Shadi. Egal, wie sich dieses Duell auch entwickelt. Du bist und bleibst ein unnötiger Side-Character. Ich werde gewinnen. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen leiser machen. Sekunde mal. Okay. So, ich gehe mal davon aus, da er auch Licht ist, dass hier irgendwo Lichtfelder rumlungern, mit denen ich mich boosten kann. Ergo, wenn hier irgendwo ein... Was war das? Für Lamoon? Brauche ich ein Level... Ein 50er Lichtfeld. Hier wird ja wohl irgendwo die Sonne scheinen. Und er stellt sich... Was? Okay, du hast eine bunte Mischung. Das ist eine bunte Mischung, meint. Wo stehst du? Hast du dich genau... Hä? Okay. Okay, warte mal. Okay, warte. Also, auf jeden Fall ein Stahlskorpion. Ich möchte nämlich, dass der... Du hast 53 Erfahrung. Was mit dir? Du hast 30 Erfahrung. Also kommst du mit. Du bist schon Level 3. Dich brauchen wir nicht mehr. Dann... ja, nehmen wir auch mal mit. Ryukishin kann sich, glaube ich, auch entwickeln ab Level 5. Also... Aber bist du gut? Taugst du was? 3 und 2, du bist gar nicht mal schlecht. Was bist aber nicht so... Na, kostest aber nicht viel. Wir können 8 Monster mitnehmen. Dich brauchen wir. Dich nehmen wir mit. Weißt du, Lavas, so sehr ich dich auch mag, ne? Aber ich glaube, du hast jetzt mal Sendepause. Ich weiß, Blasphemie. So, 3 können wir noch. Warte mal, ich brauche mal die Liste wieder. Ich brauche mal die Liste. Sekunde, hier. Also er hatte Licht, er hatte Wind. Und er hatte Erde. Um Donner zu countern. Das heißt, wir können mit Finsternis Erde countern. Wir nehmen da mal... Wir nehmen da mal den dunklen Magier mit. Wir haben gerade noch so viele Punkte über. Dich will ich mitnehmen. Alter, Garusis, warum bist du so teuer? Alter, du kostest ja richtig viel MP. Für Jack Shit. Alter. Okay, einen haben wir noch frei mit 52. Was machen wir denn da? Skelengel. Als Sniper. Pinguinsoldat.
Bringt uns Wasser was? Ne, er hat Wind. Ich weiß, er hat Wind dabei gehabt. Nehmen wir den Skellengel, der ist immer, der ist zuverlässig. Auf diesen Engel können sie hauen. Was zur? Oh, ich verstehe. Oh, ich verstehe. Ich verstehe doch nicht. Ist das dein... Seine Monster sind da oben. Nee, achso, ich muss meine hier... Ach so. Ach du Scheiße. Oh, das heißt, wir sind jeweils im Rücken des anderen. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt begreife ich, wir sind hier jeweils im Rücken des anderen. Ach du Heiliger. Das könnte ja jetzt witzig werden. Du bewegst dich nochmal 2 und 2. Kommst du mal hier hin. Ach du Scheiße, das ist eine creepy Map. Man liegt hier jeweils im Rücken des jeweils anderen. Das wird dangerous. Das heißt, an sich muss ich erstmal selber zusehen, dass ich hier wegkomme. Ja. Ach, du Kacke. Das heißt, ich muss zu Anfang erstmal 50 Punkte opfern, einfach um zuzusehen, dass ich hier wegkomme. Ich duelliere mich von 280. Ja, ich werde zusehen, dass ich so schnell wie möglich hier wegkomme. Was hat er? Was hat er überhaupt für ein Monster? Lass mal sehen. Er hat einen Zyklopen. Ich weiß, das Ding heißt anders, aber fuck it. Oh. Okay. Skellengel. Raketenwerfer. Bist du nicht irgendwie sowas wie ein Gelehrter? Mit fucking Raketen. Okay, Raketenwerferspender. Es ist okay. Okay, sonst. Ich sehe da jetzt nichts wirklich, was eine mega Bedrohung darstellt. So, dich beschwöre ich, weil ich hoffe, dass hier irgendwo ein Feld ist, wo ich dich zum Evolven bringen kann. Jetzt können wir natürlich zu Anfang nicht viel machen hier. Aber wir können noch dich beschwören. Okay, mir gefällt die Map, aber die Idee ist nice. Man startet jeweils im Feld des jeweils anderen. Ich werde die Strategie genauestens beobachten. Du bist ein Side-Character, was hast du eigentlich vor? Ja, so sieht das aus. Jeder wird erstmal zu Anfang zusehen, dass er seinen Scheiß da wegbekommt. Eben. Deswegen, ich muss erstmal... Ich bin am Zug. Ich muss erstmal wegkommen hier. Und tschüss. So, was ist mit dir? Offenbar reicht das hier. Du kannst dich also weiterentwickeln. Okay. Okay. Wie viele Dings kostet mich das? Würde ich ja schon gerne machen. Aber ich würde sagen, wir warten noch einen Zug. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier ein paar Monster rauskriegen. Eventuell ihm ein paar auf den Hals hetzen. Deswegen. Wobei. Dich habe ich hier richtig scheiße hingestellt. Pack dich mal hier hin. Kannst du beim nächsten Zug wenigstens schon mal etwas machen. So, und das hier sind. Na, nicht unbedingt meine Bossmonster. Wisst ihr was? Wir entwickeln sie trotzdem jetzt schon mal weiter, wenn wir schon mal dabei sind. Zeig deine wahre Stärke! Super Digitation!
Offenbar genügt das hier. Ich habe keine Ahnung, ob ich so... Das muss offenbar ein 50 Licht sein, I guess. Ich habe keine Ahnung. Es funktioniert einfach irgendwie. Es ist digitiert. Es hat mich ja gar keine AP gekostet. Ja, zumindest nicht so viel. Das kann ja trotzdem noch ihn hier beschwören. Das wird erst so richtig interessant, wenn wir jeweils alle weggelaufen sind. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo er hin will. Ja, der... Ich muss ja gestehen, die Raketenwerferspinne hätte ich zu gerne. Es ist, wenn er mal ein Feuermonster, wo tatsächlich mal ein bisschen höheres Level hat, sag ich mal. So. So, wir sind schon fast außer Gefahrenzone. Da, das ist plus 17. Das habe ich noch nicht so ganz gereilt. So, mit ihnen hier, mit denen gehe ich mal so ein bisschen an die Front. Wir müssen erst mal gucken, überhaupt, wo er hin will. Das ist ja sowieso eher die Frage. Dann möchte ich dich beschwören, weil ich will mal sehen, wie deine Statue aussieht. So stylisch, wie ich mir sie vorgestellt habe. Dich schicke ich hier entgegen. Und das war's. Okay, aber immerhin haben wir schon mal Lamoon weiterentwickelt. Ist schon mal etwas. Ach so, da willst du durch. Hätte ich mir schon fast denken können. Okay, da geht er durch die Mitte. Soll mir recht sein. Okay, ich muss da oben jemanden lang schicken. Weil mit dem einen will er mir da offenbar oben längs. So, jetzt kann man direkt schon mal wieder ein bisschen besser sehen. Was schickt er mir denn da entgegen? Also auf jeden Fall sollte ich da nicht mein Wassermonster... Habe ich ein Wassermonster dabei? Nee, ne? Ich hab nicht mal ein Wassermonster dabei. Was laber ich da? Das heißt, ich könnte da jeden hinschicken. Also. Schicken wir mal. Warte mal, wie bewegst du dich? 4. Du könntest also bis hier hin. Ich gehe aber mal so weit, wie ich kann. Weil angreifen kannst du mich so oder so noch nicht. Ich könnte ihm ja jetzt schon richtig hart mit dem Babydrachen auf den Sack rücken, aber das wäre nicht so schlau. Beziehungsweise ich will seine Monster und die damit beinhaltende Erfahrung, also... Yes. Dich lasse ich mal bei ihm. Weil wenn er den da alleine losschickt, das ist ja... Ja... Ja stimmt, Lamoon ist jetzt eine Fee. Der Attribut hat sich auch verändert. Noch steckt da nichts da unten lang, also brauchen wir da auch nicht irgendwie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. So. Ja. Solange er da unten nichts lang schickt, ist alles kein Ding. Und bislang will er ja nur diesen einen Drachen da in Alleingang losschicken. Jetzt beschwört er seinen Rest. Oh, das Ding ist flink. Der Rest geht über die Mitte. Und den zieht er zurück. Jetzt will er alle in die Mitte schicken, wa? Okay, then. 700 habe ich hier. Das ist natürlich doof. Er kann mich da nicht angreifen, also gehen wir mal... Gehen wir mal ein bisschen ran hier. Jetzt darf ich nur nicht wieder denselben Fehler machen wie das eine Mal und hier mein halbes Monster-Bataillon vergessen. So. Der dunkle Magier, der kann sich auch mal ein bisschen voranbewegen. Draußen ist wieder Hundeterror. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie weit bewegst du dich? 4 diagonal war das... Nee, 2 diagonal.
Kannst aber drei diagonal angreifen. Warte mal. Dann lasse ich den erstmal so sein, würde ich sagen. Weil du kannst dich auch nur... Ja, sofern ich jetzt hier in der Mitte niemanden bewege, seid ihr eigentlich noch alle sicher. Deswegen, just in case. Wir lassen ihn mal erstmal machen. Ich bin auf jeden Fall schon besser aufgebaut in der Mitte als er. Und da ist eine Raketenwerferspinne. Oh, sorry. Feuer. Das war's schon? Mehr nicht. Ich bin enttäuscht. Aber gut, du bist doch nur ein Side-Character. Ich meine, was hast du schon groß zu bieten, nicht? Na, Lamoon lassen wir erstmal hier. Hahaha, du kleiner Drecksack. Ja, und dann könnte der... niemanden wirklich angreifen. Bei dir genauso. Das Ding hier ist gerade ein Problem. Das ist... Aber wenn ich ihn hier hinstelle... nimmt er vielleicht einen Hit, aber ich zwinge ihn damit mal ein bisschen aus seiner Deckung raus. Er hält das sowieso. Nur ihn hier darf es nicht erwischen. Wenn es ihn erwischt, ist Sense. Ich glaube nicht, dass das ganz so eine gute Idee ist, den Dings da so alleine hinzuschicken. So. Und ich selber weiter zurück. Nein. So. Okay. Ach, nee. So. Dann zeig mir mal, was du kannst. Ja, hab ich mir gedacht. 103. Kein Ding. Jetzt kann ich aber mit meinem Babydrachen ein bisschen dahin gehen und ein bisschen Stunk machen. Das ist gar nicht mal schlecht. Netter Vogel hast du da. Sieht nur nicht ansatzweise so cool aus wie mein... Ey, guckt euch dieses Monster an, wie cool es aussieht. Und ihr habt gerade nur gesehen, wie es auf die Fresse bekommen hat. Ja. Das habe ich mir gedacht. Oh, fuck. Das Ding... macht doch ein bisschen mehr, als ich erwartet. Aua. Mein Monster ist... Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der so reinknülzt. Ja, cool, es ist ein Stahlskorpion. Was habe ich erwartet? Stahlskorpione sind jetzt nicht unbedingt die großen Damage-Tanks. Das Problem ist, sie kommen jetzt so oder so nicht mehr aus seiner Angriffsreichweite raus. Ich glaube, ich habe mich hier ein bisschen abgefuckt. Es sei denn, ich kann jetzt... Nee, ich mache nicht mal ansatzweise genug Schaden. Ja, ich glaube, ich habe meinen Stahlskorpion schon direkt zum Tode verurteilt. Mann, bin ich ein guter Dude. Ja, da kann ich nicht. Ich kann hier hingehen, da kommt er mir nach. Also so oder so, mein Skorpion ist dead. Eigentlich kann ich nur hoffen, dass ich ihn wenigstens hier behalten kann. Ja, das war dumm von mir. Also Metall Soa ist dann doch noch ein etwas weiter erfüllter Wunsch.
Gut, dann schauen wir jetzt erstmal hier. Was können wir an der Front machen? Wir können hier anzanken. Und das mit relativ gutem Damage. Du hast eine nette Auswahl an Monstern zusammengestellt. Mhm, okay. Du bist immer noch ein Side-Character. Dich stellen wir mal hier hin. Du bewegst dich. So, 3. Das heißt, wenn wir hier hingehen. Hier müssen wir aber hin, wenn wir das Ding haben wollen. Oder ich gehe hier hin. Hier gehen wir ein bisschen nach vorne. So kann dir ja eigentlich gerade nichts passieren. Das sage ich jedes Mal. Und dann geht mein Monster drauf. Dich hier hin, damit du trotzdem sicher bist. Vielleicht können wir uns irgendwo mit dem dunklen Magier reinsneaken. Auf jeden Fall unseren Skorpion, den habe ich zum Tode verurteilt. Denkt sich Shadi. Ja, genau. Aber gut, das ist jetzt mein Stahlskorpion. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Das war nur ein erster Test deiner Stärke. Und ich kann nicht behaupten, dass du ihn bestanden hast. Wow, werd noch großkotzig. Nicht schlecht. Nice. Jetzt habe ich ihn da rausgekriegt. Ja, also, dafür hat er jetzt den Vogel bei mir zum Tode verurteilt. Mein Totenkopfritter hält sowas sowieso aus. Ein Totenschädellord. Mein Babydrache kriegt jetzt ein bisschen was aufs Gesicht, aber ist jetzt nicht so stark. Der ist nicht so schlimm. Vor dem Ding muss ich aufpassen, glaube ich. Das könnte mir sonst hart ins Gesicht treten. Jetzt kriegt er auch Verstärkung langsam. Ich muss aufpassen. Need to pay attention. Komm mal. 1, 2, 3, 4. Du kannst bis hier hin. Du könntest mir also dann volle Kanne meinem Skellengel ins Gesicht ballern. Aber ja, mach mal. Trau dich. Mein Skellengel hält das aus. Kriegst du den kaputt? Kiba, danke für den Sub! Das ist auf jeden Fall krasser Damage. Wir könnten aber auch hier durch und hier angreifen. Für auch ziemlich guten Schaden. Und überleben dürfte er es über sowieso, weil du kannst dich 3. Okay, du Feuer. Na gut, ich kriege jetzt nicht so viel Schaden, aber ich denke mal, ja, krieg ich ihn nicht gekillt. Okay, warte mal. Babydrache, du bleibst jetzt erstmal, wo du bist. Wir denken das Ganze nochmal durch. Ryukishin, dich können wir. Ja, ich hätte gehofft, er würde sich bewegen. Leider hat er es nicht. Das geht mir jetzt natürlich arg auf den Zeiger. Du könntest dich jetzt sowieso nicht bewegen. Was mit dir? Du kannst fighten. Ich würde dich sogar zu gerne angreifen lassen, weil ich sehen will, wie du aussiehst, wie du fightest. Deswegen werde ich das, glaube ich, auch machen. Das ist zwar eine saublöde Idee, aber ich will das sehen. Es ist eine saublöde Idee, yes, aber ich will sehen, wie das Ding kämpft, bevor es irgendwann random drauf geht. Boah, das Ding ist cool! Get predatored, motherfucker. So. That's one down. Du stehst echt ein bisschen scheiße. Ja, dass du dich da nicht hinbewegst, das haben wir ja schon fast gedacht.